willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Marvel Super Heroes. Während wir dessen hier auf die schöne Stadt New York rauf bewegen. Ja, grüß dich noch welche. Das hatten wir nämlich auch mal im Lego-Projekt. Ich konzentriere mich auf das Signal des Arc-Reaktors. Aber es wird eine Weile dauern, es genau zu lokalisieren. Es kommt irgendwo aus dem Bankenviertel. Ja, das hatten wir nämlich auch lange nicht mehr. Es war in einer Batman-Folge, in einer Lego-Batman-Folge, genau. Es war nämlich noch Lego Batman 3, wo wir sowas gemacht haben. Und jetzt will ich das auch mal in Lego-Projekt wieder machen. Und zwar Leute grüßen, und ich grüße die Stephanie und den Jakob. Ich weiß nicht, ob ich den Jakob schon gegrüßt habe, aber wenn nicht, habe ich ihn jetzt schon gegrüßt. Ja, also ich freue mich wieder, Leute zu grüßen. Und diesmal wollen wir mal komplett... Ja, sei mal still, Nick Fury. Und diesmal will ich wirklich alle Folgen grüßen. Jemanden, also mindestens immer zwei. Ein Mädel oder eine Frau, also eine weibliche und eine männliche, wie das klingt. Ja. Und was ist hier los? Okay, wir müssen uns erstmal direkt unsichtbar machen. Sonst kommen wir da nicht rein. So. Ich habe davor Cola getrunken, deswegen, falls ich ein bisschen... aufgeregter bin, dann liegt's daran. Das sieht aber nicht so aus, als wären hier ein Arc-Reaktor. Vergesst die letzten Koordinaten. Jemand hat Soße über den Monitor geschüttet. Schicke nun die richtigen Koordinaten durch. Ah ja. Ich hoffe, es war keine Wand da. Das kriegst du nicht weg vom Monitor. Das erinnert mich irgendwie an diese Streamer, die immer ihre Wasser da vergiften. Dann müssen sie das alles wegwischen. Junge. Das war so komisch. Das Signal kommt irgendwo aus dieser Gegend. Seht nach, ob ihr dort etwas Verdächtiges entdecken könnt. Das ist doch hier das Empire State Building. Hast du etwa ein Schild erwartet, auf dem steht, willkommen zur geheimen Hydra-Basis? Junge. Wär's gut bei Game-Sünden. Okay, wir müssen das wahrscheinlich aufdrehen. Aber das sieht doch sehr, sehr verdächtig aus. Einmal offen. Jetzt halt doch mal hier die Klappe. Sag mal. Oh, ich bin irgendwie drinnen. Mit einer Höhe von über 400 Metern und einem Gewicht von 365.000 Tonnen ist das Empire State Building, das 1931 seine Pforten öffnete, seit jeher eines der bekanntesten Wahrzeichen New Yorks. Wolverine war wohl schon vor uns da. Das Signal ist stärker geworden. Agenten verfolgt es. Vorsicht, Barton. Wir wollen keine bösen Überraschungen. Haltet die Augen offen. Wir wissen nicht, wer uns da unten erwartet. Warten, aufpassen. Was ich übrigens geil finde, am Anfang bekommen wir ja immer so ein Briefing über die aktuelle Mission. Hier ist es eigentlich nur eine Erklärung von dem aktuellen Gebäude, wo wir jetzt reingehen. Und ich finde das sehr geil, dass hier so allgemeine Informationen kommen. Wie halt jetzt hier... Ach, Digga. Warten... wie jetzt hier beim Empire State Building wird uns die Höhe gesagt, wann es gebaut wurde. Ist schon geil. Also, da erfährt man ein bisschen was von New York. Was ich nicht schlecht finde. So ist das dann auch nicht immer so schwer, irgendwie jetzt zu sagen, was das Empire State Building ist. Aber ich glaube, es gibt keine Person, die das nicht weiß. Ich wohne ja nicht... Also ich wohne auch nicht in New York und trotzdem weiß ich, was Empire State Building ist. Das wäre ja auch ein bisschen krass. Stell dir mal vor, hier gibt's die Twin Towers. Okay, aber das spielt. Aber das spielt nach 9/11. Deswegen glaube ich das eher nicht. So, kann ich jetzt bitte hier raus? Dankeschön. Aber erstmal will ich den blauen Stack noch da. Dankeschön. So. Warte mal, sind wir jetzt innerhalb des Empire State Buildings oder unterhalb?
Es ist gerade schwer zu verstehen. Ach so, Black Widow muss da drauf. Ich glaube aber, innerhalb kann es aber auch nicht sein. Weil wer stellt bitte sowas innerhalb des Empire State Buildings? Da werden sich Touristen freuen. Ich glaube eher unterhalb. Weil die ganze Scheiße muss er sich irgendwie... Ja, muss irgendwie einen Lauf haben. Hier muss alles betrieben werden. Ihr seht ja, wie viele Kanäle hier gibt. Auch schreckliche Kanäle. Aber von denen wollen wir jetzt nicht reden. Ja. Und da glaube ich eher, dass es so unterhalb ist. Schon ein bisschen gruselig, so unterhalb des Empire, so unterhalb des größten Gebäude fast der Welt zu sein. Aktuell ist es jetzt der Turm in Abu Dhabi, nicht in Abu Dhabi, in Dubai. Ich weiß zwar nicht mehr, wie der heißt, aber er ist auf jeden Fall in Dubai. Und schweineteuer. Also wer in Dubai Urlaub machen möchte, ja, der hat bestimmt eine Menge Kohle. Ach, Junge. Ah, so geht das. Das Symbol kenne ich doch. Es ist Hydra. Das ist dir jetzt erst aufgefallen? Das Logo war schon außerhalb da zu sehen. Die Organisationen investieren wohl mehr in diese raffinierten Türen als in die Ausbildung ihrer Schläger. Ich glaube, diese Tür war schon vor den Bösewichten da. Naja, egal. So, rein jetzt. Das könnte ein Problem sein. Braucht ihr Hilfe? Nein, weil sie unterhalb gebaut ist. Jetzt ist hier die menschliche Fackel auch noch am Start. Hat wahrscheinlich der Reed Richard gesagt, ey, Flamme, kannst du mal mitkommen, da mal helfen? Sehr gute Entscheidung. Apropos Flamme, jetzt können wir hier die geilen Dinger hier abbrennen. Und das gibt wahrscheinlich ein Minikit, wenn wir hier alle abbrennen. Ja, Fire in Hole. Oh ja, endlich mal wieder ein Feuercharakter. I had missed it. I really missed it. Okay, wo könnten hier denn noch mehr von diesen Dingern sein? Stanley, kann ich dich weg... Kann ich dich befreien? Ich hab Stanley befreit. Ich bin so ein Genius. Dankeschön. Ja, okay, man muss einfach nur auf diese Generatoren schießen. Hey, da ist der Typ, der deinen Superhelden auf Schritt und Tritt folgt. Du solltest Stan immer helfen, wenn du siehst, dass er Hilfe braucht. Das habe ich jetzt gemerkt. Stan, wir werden dich niemals im Stich lassen. Keine Sorge, ich weiß, du warst in den anderen Leveln auch noch in Gefahr, aber wir machen die alle nochmal. 400%. 100% ist mein Stichwort. Müsste ich noch in meinen Titel schreiben? Habe ich nämlich komplett vergessen. Leute, da waren 10.000. Geil, hat sich gelohnt. So, fehlt mir noch einer da hinten. Erstmal machen wir hier wie gewohnt die Mission. Okay, hier unten müssen wir, glaube ich, rumschrauben. Oder rumbrennen. Bisschen wie bei Star Wars. Wenn du das Lichtschwert da durchschneidest. Gut, Monitor bereit. Ja, wahrscheinlich nur Black Widow kann das machen. Okay, ein Dreieck. Ja, ich habe ja in Mathe aufgepasst. Also so. So. Und so. Perfekt. Oh, diese Schienen hatte ich mal. Ich hatte früher wirklich diese geilen Schienen. Da habe ich dann immer meine Eisenbahn draufgefahren. Aber es war so eine normaler Zug. Also es war jetzt nicht so eine alte Lokomotive. Ich fahre ja auch nicht auf solche Schienen.
Oh, jetzt ist es hier schon dran. Okay, ein Unendlichkeitszeichen oder eine Stoppuhr. Das sieht ein bisschen aus wie eine Stoppuhr. Okay, warte mal. So viel... Nee. Hä? Bin ich gerade blöd? Ich glaube, wir müssen das... Ah, genau, so. Dann das darüber und jetzt hier das so. Geiles Rätsel. Jetzt ist es an der Position und jetzt haben wir so eine Brücke gebaut. Wow, für diese Brücke haben wir sehr viel gebraucht. Ja, jetzt müssen wir einfach nur da außen rum. Warte. Am besten Black Widow, weil die... Ich sehe da schon wieder so ein Teil, wo wir uns unsichtbar machen müssen, also eine Kamera. Ja. Oh, erstmal muss sich da jemand dranhängen. Hallo, ich will... Ach so. Ah, ich dachte, man muss die ganze Zeit sich daran hängen. Habe ich mich wohl getäuscht? Ich kann Red Skull von hier aus sehen. Red Skull? Was haben die vor? Oh mein Gott, Red Skull. Der sah in den Filmen richtig beschissen aus. Wirklich sein Face. So richtig zerquetscht. Der arme Kerl. Bisschen wie MODOK sah doch aus. Also die hässliche Variante von MODOK. Die Tür, durch die sie gegangen sind, scheint versperrt und man kann sie nicht hacken. Wir müssen uns etwas anderes ausdenken. Dafür sind die Avengers auf jeden Fall da. Gut, ich sehe schon, Hawkeye kann sich da einen Weg dran bauen. Er hat auch seine Spider-Man-Pfeile, nenne ich sie immer. Warte. Flamme. Geh mal da rauf. Ja, genau, da ist nämlich eine 10.000er-Münze. Und ganz viele blaue Münzen. Okay, dann stell du mal was um. Warte mal. Digga, wo ist denn Hawkeye, ey? Kann ja hier wahr sein. Ist auf jeden Fall ganz woanders und ganz falsch. Okay, sie ist drüben. Dann, nee, erstmal muss ich ihn hier platzieren. Und jetzt, let's go. Gut, direkt switchen. Was willst du? Die sehen so komisch aus mit ihren grünen Anzügen. Ach komm schon. Jetzt muss noch die Natascha rüber. Kann die nicht sich rüberbeamen oder kann die Flamme sie nicht rübertragen? Aber so rübertragen. Hey Madame. Nein, mal rüber. Warte mal. Das Minikit. Aber es ist Feuer. Ob man das schafft. Flamme? Du bist doch so feuermäßig. Ja. Ah, ich hätte mir das schon denken können. Es wäre auch komisch, wenn er nicht darüber gehen könnte. Über Feuer. Das hätte ich dann nämlich gar nicht verstanden. So. Wahrscheinlich wieder sich unsichtbar machen. Ja. Oh, wie er strahlt hier. Es wird schon richtig warm. Das ist das Innere vom Empire State Building. Merkt euch das, Kinder. Wenn ihr mal eine Tour, eine New York Tour macht und dann unter dem Empire State Building ja, seid, dann seht ihr das. Nicht schlecht, oder? Ich glaube aber nicht, dass es in echt so ist. Aber egal. Scheiß auf die, einfach weitergehen.
Okay, es wird anscheinend noch schlimmer. Der Empire State Building hat nicht nur unter den, also nochmal den Satz, unter dem State Building ist nicht nur sehr viele Generatoren, sondern es sind auch noch zig Raketen hier. Und ich glaube, nicht normale Raketen. Ein riesiger Kletterakt auf eine Hydra-Rakete. Sondern wahrscheinlich eher so böse Raketen, sagen wir mal. Abschussraketen. Ja, ganz normal. Ich weiß zwar nicht, wie sie die hier reinbekommen haben oder wie sie sie rausbekommen wollen, aber sie haben sie auf jeden Fall. Yeah, wieder True Believer. So, gib mir mal hier Hawkeye wieder. Ja, noch hier kaputt machen. So, jetzt können wir nämlich hier noch fertig bauen. Oh nein, jetzt habe ich das. Die eine Sache mit dem Minikit vergessen. Och, nee, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich glaube. Hier kann ich das Minikit holen. Nee? Hä, konnte das Hawker eigentlich mal? Aber ich glaube nicht zweimal so einen Haken rausziehen. Das konnte, glaube ich, nur Spider-Man. Oder Venom. Digga, als ob ich jetzt so lächerlich geschoben bin. Mann. Ist das enttäuschend. Hopp, hopp, hopp. Geh mal weg jetzt hier. Bauke! Okay, so kommen wir nicht rüber. Wir brauchen Natasha mit den geilen Bubi-Ass. Sie hat wirklich einen schönen Arsch. Aber das ist nicht das Thema. So. Unsichtbarkeit. Dau, dau, dau. Gut. Ah, wir machen das so, dass sie sich gegenseitig erschießen. Finde ich geil. Warte mal, die haben solche Westen an. Schade. Hätten die mal andere Westen genommen. Und tot. Und weiter. Es funktioniert. Die Energiezufuhr ist stabil. Exzellent. Red Skull, ich werde dich verkloppen, bis du Sterne siehst. Immer noch in diesem lächerlichen Outfit. Du brauchst ein größeres Budget für deine Garderobe. Ich bin der rote Totenkopf, während ihr alle Dummköpfe seid. Ich werde deinem bösen Treiben ein Ende setzen. Ach, Captain America sieht doch toll aus mit seinem amerikanischen Anzug. Ich finde, sein Style hat sich nicht gealtert. So, kann ich ihn jetzt hier einen auf die Nuss hauen? Ach, ich muss gerade mal mit seinem Shit hier interagieren. Genau. Ja. Hä? Und nicht angreifen oder was? Jetzt! Ah, okay. Wenn es angezeigt wird. Oh, hab ich gerade seinen Kopf weggeballert? Die Chancen für eine Niederlage liegen laut Berechnung bei 95%, Captain. Ich rate aufzugeben. Wer ist Enem Solar? Ich hab zwar noch nie Captain America geguckt, aber trotzdem kommt mir. Also, ich glaube, ich sollte Captain America mal gucken, damit ich weiß, wer Enem Solar ist. Ich meine, Red Skull kennt man einfach. So, den sieht man ja auch in Infinity War. Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Oder war es Endgame? Irgendwo so, diese beiden Filme.
Wie gesagt, ich bin auch nicht der krasseste Avengers-Fan oder ja, Süchtling. Ich weiß halt nicht alles. Deswegen tut mir leid, falls ich nicht alles weiß. Aber ich muss auch nicht Experte in diesem Gebiet sein, oder? Nö. Ich muss aber nur Spaß haben. Und zum Beispiel hier das aufmachen und dann den Generator kaputt machen. Ihr seid nur ein Relikt aus grauer Vorzeit. Ja, genau. Nur weil du jetzt hier so eine krasse Technologie gebaut hast, bedeutet das nicht, dass wir altmodisch sind. Denn wir haben Helicarrier. Der Anzug sieht noch genauso lächerlich aus wie bei unserer ersten Begegnung, Captain. Das ist eine Anspielung auf Captain America, den Film. So, und nochmal hier, bam! Schöne Schelle gegeben. Ihr besiegt mich nicht. Red Skull ist immer bereit. Würde ich jetzt nicht so behaupten, aber okay. Selbstverliebt. Okay, das gleiche im Prinzip wieder. Hier hinten zum Beispiel einen Schalter drücken. Was für drücken? Gewinnen. Nein, niemals. Und jetzt hier das Aufschweißen. Ach man, was ist denn das jetzt hier? Wie sieht das doch an? Hallo. Der erhöht immer auf. Endlich. So, und jetzt hier nochmal das Ding für Captain America bauen. Und dann können wir auch das letzte Geschütz wegschweißen. Insekten. Ihr könnt den mächtigen Arnim Sola nicht zerstören. Wer auch immer das ist, ich mach's trotzdem platt. Digga, jetzt macht doch jemand die Kacke. Na, endlich. Die Sounds gehen mir auch langsam. Du bist im Alter ganz schön langsam, Captain. Du bist gleich tot, also laber nicht. Tschüss mit dir. Oh, jawoll. Komplett fertig gemacht. Du kannst mich nicht besiegen. Ich habe Skulls Spur beim Raft aufgenommen. Sein Parfum stinkt fürchterlich. Wir schätzen deine Hilfe sehr, aber du hast den Strudel zerstört. Jetzt können wir Loki nicht folgen. Naja, ich habe das Gefühl, dass Loki nicht meine Assistentenfunktion bei dieser Sache hat. Aber bestimmt gibt es noch eine andere Möglichkeit. Oh, zwinker, zwinker. Nee, ich glaube, die wollen jetzt wahrscheinlich Thor callen, damit sie nach Asgard kommen. Also ich hab nur so eine Vermutung. Weil, was wollen sie sonst mit dem... Was will Loki sonst mit dem Stein machen? Jawohl, zum ersten Mal Stan Lee gerettet. Und dafür sogar 3 goldene Steine bekommen. Und Geschichte fortsetzen. Wie süß. Die werden das schon machen, Direktor Fury. Sie sind vielleicht nicht super, aber sie sind immer noch Helden. Colonel Fury, Sir. Loki ist in einen Strudel gesprungen und verschwunden. Ich kenne jemanden, der helfen kann, ihn zu finden. Mir fällt gerade ein, ich muss noch Haargel kaufen. Ich treffe euch später wieder. Diese große Regenbogenstraße hat's mir angetan. Da bekomme ich doch... Dieser Bug ist so komisch. Ach, hab nur Selbstgespräche geführt. Seitdem wir diesen Rotorblatt versuchen zu reparieren, zeigt er immer diesen Rotorblatt an.
Ja, wir müssen endlich mal diese Fähigkeit da bekommen, um diesen Rotorblatt zu reparieren. Egal, Leute. Das macht ja nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Haut rein. Ciao, ciao.